Bonobos sind eigenartige Geschöpfe, die dort leben, wo sie in Ruhe gelassen werden wollen, in den Tiefen der zentralafrikanischen Wälder. Diese intelligenten Tiere sind in der Lage, menschliche Tätigkeiten nachzuahmen. Schau dir diesen Bonobo an, wie er sich einen Snack gönnt. Übrigens sind Bonobos und ihre Schimpansenkollegen genetisch gesehen die engsten Cousins von uns Menschen. Bonobo-Gruppen werden von mächtigen Weibchen dominiert, die es nicht zulassen, dass sich ein Männchen wie ein Arschloch verhält, weil es sonst eine demütigende Tracht Prügel bekommt. Und diese Weibchen mögen es Spaß zu haben, denn Bonobo-Gemeinschaften sind sehr sexorientiert, was bedeutet, dass sie eine Menge sexuelle Beziehungen haben und nicht nur um sich fortzupflanzen, denn es scheint, dass sie es genauso wie wir vor allem zum Vergnügen tun. Außerdem nutzen sie Sex, um Spannungen abzubauen und sich bei Streitigkeiten zu versöhnen und egal auf wen sie sauer waren, Männchen und Weibchen zögern nicht, sich gegenseitig zu befriedigen, sogar zwischen zwei Männchen oder zwei Weibchen. Jeder kommt auf seine Kosten.